Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war in den letzten zwei Wochen zweimal im DM und habe einige Produkte gekauft, die ich wieder gebraucht habe. Es sind ein paar Haushaltssachen, es sind Kerzen dabei und natürlich auch Pflege. Ich habe vor allem bei der Haarpflege zugeschlagen, weil ich wieder einige Produkte mir gekauft habe, weil ich sie wieder gebraucht habe. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich starte es ist sehr viel und ich würde einfach sagen, ich starte mit was Unspektakulärem. Und zwar habe ich von Sanft und Sicher einmal das Toilettenpapier Klassik, dreilagig, 10 Rollen, je 100 Blatt gekauft. Soll weich und reißfest sein. Das hatte ich jetzt noch nie. Ich wollte auf jeden Fall ein dreilagiges haben und ich wollte kein so teures haben. Und dann habe ich mich einfach für das entschieden. Das ist ohne großes buntes Muster, einfach nur so gestanzte Blumen. Deswegen durfte das jetzt einmal mit. Dann durfte noch mit, war im Angebot bei DM, diesen Doppelpack von WC Frisch Kraftaktiv. Das ist der Klostern, den ich immer verwende. Das ist jetzt die Duftvariante Blütenfrische. Die kaufe ich eigentlich auch so regulär immer. Das war jetzt hier eben, wie gesagt, so ein Sparpack, so ein Angebot. Da sind jetzt zwei Hängerchen drin für, ich glaube, 2,50. Aber ich blende euch ja die Preise immer ein. Dufte mit, wie gesagt, verwende ich sowieso immer. Und dann zwei Stück zu haben für einen günstigen Preis, fand ich ganz cool, deswegen habe ich das mir mitgenommen. Dann habe ich mir mitgenommen, das wollte ich unbedingt testen, das habe ich schon öfters bei der Katharina in ihren Videos gesehen. Und zwar von Denk mit, diese Duftkissen in Wäschetraum. Da gibt es wohl nur diese eine Sorte, finde ich relativ schade. Und ich hatte welche von Müller, von Rossmann und hatte noch nie welche von DM, deswegen habe ich mir jetzt die mal gekauft. Bin sehr gespannt, wie die sein werden. Ich hoffe, dass die schön frisch riechen und schön lange. Und ja, hoffe, dass die gut sein werden. Kann man wohl auch in seine Taschen und in seinen Schuhschrank und so reinpacken. Ich werde das halt einfach nur für meine Kleiderschränke verwenden, für die Schubladen und für den Schrank. Und genau, also einmal die duften mit. Hier sind drin 4 Kissen, also kann man gut aufteilen, deswegen durften die einmal mit. Dann habe ich mir zweimal mitgenommen von Soft und Sicher die Taschentücher. Hier die Klassik, die sind vierlagig und die sind 100 Stück drin. Ich fand das Design eigentlich ganz schön, also es gibt natürlich schönere, es gab auch schon mal schönere, aber das fand ich jetzt von denen, die es im Moment gibt, am schönsten. Leider gibt es dieses, was ich euch im Aufgebrauch-Video gezeigt habe, nicht mehr, deswegen habe ich jetzt das zweimal mitgenommen. Eins ist im Angebrauch im Moment und diese hier ist jetzt im Backup. Finde ich ganz gut und ja, kaufe ich mir immer wieder von Soft und Sicher nach. Dann habe ich, kennt ihr eigentlich auch von mir, meine Allzweck-Tücher wieder gekauft. Und zwar einmal die Variante Granatapfel durfte mit. Ist ja immer noch limitiert, gibt es auch immer noch bei uns. Und deswegen habe ich die jetzt einfach nochmal mitgenommen. Einmal, wie gesagt, Granatapfel, da finde ich halt den Duft sehr toll. Und einmal die Variante Apfellüte. Ich brauche die regelmäßig auf und ich kaufe die mir auch immer wieder nach. Zum Abstauben, zum Saubermachen finde ich gut und sind definitive Favoriten von mir. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mir mitgenommen wieder zweimal meine Zahnbürste. Die müsstet ihr jetzt mittlerweile auch schon kennen. Und zwar von Dontodent die Sensitive Super Soft Zahnbürste. Die ist super weich und hat super feine Borsten. Mein Zahnfleisch blutet nicht, meine Zähne werden trotzdem schön sauber und deswegen kaufe ich immer die. Einmal in Mintweiß und einmal in Pinkweiß. Ja, habe ich jetzt einfach zwei verschiedene wieder mitgenommen. Und kosten nicht viel, brauchte ich wieder. Deswegen dürfen die auch wieder mit. Ja, jetzt kommen wir so langsam zur Pflegekategorie. Hier habe ich einmal noch eine Seife für euch. Das ist von Balea, die milde Seife, sanfte Berührung mit Holunderblüten und Kirschduft. Fand ich sehr interessant. Ich fand den Seifenspender auch ganz schön. Also dieses runde, hohe fand ich eigentlich ganz schön. Auch mit den Farben, also in diesem Pink gehalten, fand ich auch ganz hübsch. Und vom Duft her hat es mich wirklich sehr überrascht. Es riecht nicht so stark, es riecht eher dezent, aber trotzdem sehr süß und ein bisschen blumig. Also ich mochte das ganz gern und habe es mir jetzt einfach mal mitgenommen, werde es testen, bin gespannt, wie es sein wird. Im Moment habe ich eine Seife von Isana im Angebrauch, die trocknet meine Hände doch schon sehr aus, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, wie diese Balea-Seife sein wird. Ich denke, sobald es Frühling ist, sobald es wieder ein bisschen wärmer ist, werde ich die verwenden, weil die riecht halt sehr süß, eher so was für die wärmere Zeit, aber finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich einmal Reinigungstücher mitgenommen, und zwar von Balea die Pflege- und Reinigungstücher 3 in 1 mit Mandelöl für trockene und sensible Haut.
Ich habe jetzt nur noch zwei Packungen von Balea da, eine von BB und eine von Isana Young. Und ich meine noch eine von Müller, von Terra Naturi. Und jetzt hat halt einfach nochmal eine mitgedurft. Ist ohne Alkohol und ohne Parfum. Und ich mag das ganz gern, weil die einfach sehr sanft sind. Die riechen toll, die pflegen gut und die kaufe ich ganz gerne. Im Moment habe ich jetzt die Klärenden angebraucht, die sind aber auch bald leer. Und dann werde ich diese hier anfangen. Oder eine andere Sorte, die ich noch da habe. Da muss ich mal schauen, was ich dann als nächstes verwenden werde. Auf jeden Fall habe ich die mir nochmal gekauft. Sind nicht so teuer und mag ich ganz gern, weil die halt die Haut auch nicht austrocknen. Dann habe ich mir sehr, sehr viel Haarpflege mitgenommen. Also Haarpflege ist es extrem viel in diesem Video. Vielleicht habt ihr meinen letzten Rossmann-Haul gesehen. Wenn ihr den nicht gesehen habt, kann ich ihn euch verlinken. Dass ich mir von Garnier Wahre Schätze den Farbglanzbewahrer, das Shampoo gekauft habe. Und ich habe da auch gesagt, dass die Spülung, dass es die nicht gab. Und habe aber bei DM gesehen, dass es wohl eine Spülung zu dieser Reihe auf jeden Fall gibt. Und habe die mir jetzt einfach bei DM für den Originalpreis mitgenommen. Das ist jetzt eben der Farbglanzbewahrer, Cranberry und Arganöl für koloriertes oder gesträhntes Haar. Eben die Spülung. Und ja, ich habe die mir mitgenommen. Ich muss sagen, ich habe die Reihe auch schon einmal getestet, also Shampoo und Spülung. Und finde die eigentlich ganz gut. Also sie riecht sehr, sehr gut. Sie reinigt gut, sie macht die Haare weich und ja. Mehr kann ich dazu auch im Moment noch nicht sagen. Wie gesagt, ist einmal verwendet. Dann ist bald eine Serie bei mir leer, die ich mir gleich nachgekauft habe. Und zwar von Balea, die Farbglanzserie. Habe ich jetzt Shampoo und Spülung wieder mitgenommen. Granatapfel und Goji-Beere, koloriertes und getöntes Haar. Kolle und Kehrformel. Ich muss sagen, die sind ja noch günstiger geworden. Also die kosten jetzt ja nur noch 50 Cent. Die haben ja mal mit 55 Cent oder 65 Cent angefangen und sind dann immer günstiger geworden. Ich liebe diese Reihe, ich liebe die vom Duft, ich liebe die von der Wirkung her. Ich mag das wirklich, ja, super gerne. Es riecht einfach total süß. Ich mag ja Granatapfel total gerne. Und Shampoo und Spülung duften jetzt halt wieder mit. Wie gesagt, sehr, sehr günstig. Es reinigt gut, die Spülung ist schön für die Spitzen. Finde ich sehr, sehr toll. Und dann habe ich mir auch gleich nochmal mitgenommen die Farbglanz 2-Minuten-Kur mit Granatapfel und Goji-Beere, eben aus der gleichen Serie, auch ohne Silikone. Und ja, die durfte auch wieder mit. Die hält mir für ungefähr 5 Mal. Also jetzt denken einige, ja, okay, das ist nicht viel. Hier sind 150 ml da drin. Die hält mir für 5 Mal. Ich finde es okay, weil die halt nur, ich glaube, 1,25 kostet, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich das runterrechne, kostet mich jede Anwendung 25 Cent. Und dann finde ich es wieder okay, weil manch andere Einmalhaarkuren kosten, keine Ahnung, 95 Cent. Deswegen finde ich die echt toll und kaufe ich mir auch immer wieder nach. Wie gesagt, die Serie ist bald leer, deswegen durfte das wieder mit. Dann habe ich entdeckt, dass Balea eine Shampoo-Sorte vom Duft her umgestellt hat. Und zwar von Balea das Vitalizing Shampoo. Normales und leicht fettendes Haar, das verwende ich sehr gerne im Sommer. Ich habe es mir jetzt einfach gekauft, weil mich der Duft wieder interessiert hat. Ohne Silikone und das ist jetzt mit Apfel und Lemongrass. Das war immer mit Minze und Lemongrass, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt ist es mit Apfelduft. Es riecht halt dann so ein bisschen süßer, so weniger frisch, sondern mehr so ein bisschen süßlich. Aber nicht nach so süßem Apfel, sondern so ein bisschen säuerlich apfelig, also nach grünem Apfel einfach. Und ja, eben auch 50 Cent, deswegen duftet es mit. Ich meine, ich habe eigentlich genug Shampoo da und ich bin auch im Aufbrauchen. Ich habe auch bald einige Serien leer, die ich nicht so gut finde. Aber das durfte mit und das kaufe ich mir eigentlich auch schon seit Jahren immer wieder im Sommer nach, weil es wirklich eine kühlende Wirkung auf die Kopfhaut hat, wenn man es schön einarbeitet und auch ein bisschen einwirken lässt. Finde ich klasse und mein Ansatz fällt nicht schneller nach. Deswegen durfte das mit. So, und jetzt kommen hauptsächlich Spülungen, die ich mir gekauft habe. Denn ihr wisst ja vielleicht, habe ich euch schon öfters erzählt, dass ich zu einer Shampooflasche von Balea Professional 2 Spülungen brauche. Da ich aber immer nur zu den Reihen, die ich mir gekauft habe, nur eine Spülung dazu gekauft habe, habe ich jetzt die ganzen Spülungen noch einmal gekauft, dass ich sie einfach da habe. Welche ich mir zweimal gekauft habe, ist die Balea Eau Repair Spülung. Da habe ich nämlich gerade eine Shampooflasche, eine Spülungsflasche im Angebrauch und habe noch Shampoo und Spülung im Backup und deswegen gleich zwei, weil ich dann eben für die im Angebrauch noch eine brauche und für die im Backup noch eine Spülung brauche, deswegen durfte das mit. Mag ich sehr gern, die riecht gut, die sind auch günstiger geworden, habe ich gesehen und ja, finde ich klasse. Ich liebe den Duft, ich liebe die Pflege, kann ich wirklich nichts dagegen sagen. Ich mag das extrem gern, kaufe das mir auch schon seit Jahren nach und habe ich jetzt schon länger nicht mehr aufgebraucht, ist aber definitiv immer noch ein Favorit von mir und verwende ich immer noch sehr, sehr gern. Dann habe ich mir eben noch eine Spülung von der Beautiful Long Reihe gekauft.
mit Inka-Inchi-Öl und Phytokeratin für beantwortetes, längeres Haar. Finde ich auch sehr gut. Ich mag den Duft. Der Duft hält lange in meinen Haaren, genauso wie von der Eau Repair-Reihe. Und ja, die Reihe mag ich auch ganz gern. Wie gesagt, ich brauche zu einem Shampoo zwei Spülungen. Und da ich immer nur eine Spülung zu jedem Shampoo da habe, durfte jetzt von jeder Reihe eigentlich nochmal eine Spülung mit. Also von fast jeder Reihe, natürlich nicht von jeder, weil ich halt auch nicht jede Reihe da habe. Dann noch von der Koffein-Reihe die Koffeinspülung. Genau, für kraftloses und feiner werdendes Haar. Ich mag den Duft, das ist ein Granatapfelextrakt. Ich habe jetzt kein kraftloses, feiner werdendes Haar, aber ich merke einfach, dass das Shampoo und die Spülung meinen Haaren im Moment ganz gut tun. Deswegen habe ich mir jetzt die Spülung nochmal gekauft, dass ich die einfach da habe und dass ich das Shampoo quasi mit der Spülung zusammen aufbrauchen kann. Dann durfte noch mit die Kraft- und Feuchtigkeitsspülung mit Aloe Vera für normales bis trockenes Haar. Die finde ich auch sehr gut. Die riecht sehr frisch, sehr angenehm. Kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Und ja, Brillanz und Geschmeidigkeit steht hier noch drauf. Die sind halt alle ohne Silikone und die mag ich auch echt gern. Die ist ja noch nicht so lange im Sortiment. Ich finde die aber echt toll und mag die sehr gerne und ist auch schon so ein bisschen zu einem Favorit geworden von mir. Ja, also mag ich sehr, sehr gern. Und die letzte Spülung, die mit durfte, ist aus der Glatt- und Glanz-Serie mit Lotusblütenextrakt für widerspenstiges, glanzloses Haar. Bis zu 36 Stunden Glättungseffekt. Und genau, die durfte mit. Die riecht sehr nach Friseurbedarf, also sehr hochwertig irgendwie. Und das mag ich auch ganz gern. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn man Shampoo und Spülung zusammen verwendet, dass es so ein bisschen die Haare schon glättet. Also dass sie auf jeden Fall glatter sind, wie wenn ich nur das Shampoo verwende. Aber ich mag das auf jeden Fall sehr gern und habe ich mir eben auch nochmal die Spülung gekauft, damit ich sie einfach wieder da habe. Genau, dann habe ich mir eine Handcreme gekauft, die neu ist. Die hat mich sehr angesprochen. Und zwar ist das von Balea die Handcreme Tropical Fun für trockene Hände mit Ananas- und Maracuja-Duft. Und ich muss ganz ehrlich sein, die Verpackung ist ja mal ein Hingucker. Also super bunt und schon richtig sommerlich. Und eben Ananas Maracuja, ich liebe Ananasduft, ich liebe Maracuja-Duft, die musste einfach mit. Und die riecht so süß und oh, richtig, richtig gut. Ich mag das total gern und bin sehr gespannt, wie die pflegen wird. Wie gesagt, für trockene Hände, deswegen freue ich mich schon auf die Pflegewirkung. Ist mit Panthenol und Shea Butter und mag ich sehr, sehr gern diesen Duft und bin sehr gespannt. Die Balea Handcremes haben mich so groß noch nie enttäuscht, deswegen freue ich mich hier auf jeden Fall drauf. Dann habe ich mir eine kleine Bodylotion mitgenommen, nur eine kleine. Ich habe eigentlich auch noch in Ausschau gehabt, diesen Bodyschaum, den es gibt, diese Schaum-Bodylotion von Balea mit diesem Beerenduft. Aber ich habe so viel Bodylotion noch da, dass ich mich da jetzt erstmal zurückgehalten habe und erst noch zwei, drei andere aufbrauchen möchte. Also so ist zumindest der Vorsatz. Aber die kleine durfte mit, und zwar von der neuen Tracklemoon-Serie. Wild Cherry Magic. Ich bin sehr gespannt drauf. Ist wohl mit Mandelöl und ist halt eben mit einem Einhorn drauf. Ich habe es mir wegen dem Duft gekauft. Ich mag Einhörner jetzt nicht so. Also ich habe zwar die Regenbogendusche gekauft, aber auch nur wegen dem Duft. Ich habe mir eben einmal die Bodylotion und zweimal auch das Duschgel mitgenommen, damit ich das einfach zusammen testen kann. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie die Duschen sein werden, weil unter der Dusche so ganz, ganz süße Sachen ist immer so ein bisschen schwierig. Gerade weil das halt aus der Flasche schon sehr süß riecht. Ja, ich bin gespannt, wie gesagt. Ich werde es testen. Genau, und dann mache ich gerade mal weiter mit Duschen. Und zwar habe ich mir da einmal nochmal nachgekauft von Balea Dusche und Ölperle mit Macadamia und Honigduft. Ich habe euch ja im Aufgebracht-Video gesagt, ich glaube, das habe ich euch im Dezember gezeigt, wenn ich mich nicht irre, dass ich mir das auf jeden Fall nochmal nachkaufen werde, wenn ich im DM bin und es zufällig sehe, also wenn es zufällig in meine Augen fällt quasi. Und deswegen habe ich mir das jetzt einmal mitgenommen. Ich finde das echt lecker. Ich mag den Duft total gerne. Es ist so ein warmer Duft, so ein bisschen süßlich durch das Honig. Ich mag das total gerne und bin sehr, sehr froh, dass ich das noch einmal ergattern konnte. Wie gesagt, hatte ich schon mal, finde ich gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Und dann habe ich von Balea die beiden neuen Duschschäume entdeckt. Die wollte ich eigentlich auch erst kaufen, wenn ich mich mit der Carolina in Karlsruhe treffe. Aber jetzt mussten sie einfach mit. Sie sind mir einfach ins Auge gesprungen. Ich bin jetzt immer drum rumgelaufen, als ich im DM war. Und jetzt mussten sie mit. Und zwar gibt es da einmal den Duschschaum Vanilla Dream mit Vanille-Orangenduft für jede Haut. Ja, ich denke, das wird so ein bisschen ähnlich riechen wie das von Bilou, weil das ist ja auch mit Vanille und Orange.
Und das, denke ich, wird ähnlich riechen. Man riecht leider nicht durch den Verschluss, hätte ich mir mal gewünscht. Aber ist natürlich nicht schlimm. Ich werde es testen, ich bin gespannt. Ich werde euch berichten, denn ich habe ja auch den von Bilou da, den Creamy Mandarin. Und da werde ich das dann mal vielleicht so ein bisschen vergleichen, wenn es ähnlich riechen sollte. Und dann von Balea noch die zweite Variante. Und zwar den Duschschaum Sweet Cake mit Strawberry Cheesecake Duft. Und da habe ich erst so ein bisschen gezögert, ob ich ihn mitnehmen sollte. Ich wollte eigentlich auch erst nur einen mitnehmen. Aber es ist halt echt so Strawberry Cheesecake. Ich habe mir überlegt, wie könnte das denn riechen? Und ja, ich habe es mir jetzt einfach auf gut Glück mitgenommen. Ich konnte mir darunter nicht so viel vorstellen. Und dann durfte noch ein Peeling mit. Und zwar von Balea das Cremeöl-Duschpeeling mit Beeren und Magnolie. Ja, durfte mit. Es ist limitiert. Es ist eher so ein Sommerduft, würde ich sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es für den Sommer rausgekommen ist. Es riecht sehr, sehr angenehm. Also es riecht sehr gut. Ich rieche beides raus. Also man riecht definitiv dieses Süße von den Beeren, aber auch so was Blumiges. Ich werde es testen. Es ist, wie gesagt, ein Cremeöl-Duschpeeling. Ich bin gespannt, wie es von der Pflege her ist und von den Peeling-Körnchen her. Und freue mich auf jeden Fall drauf, das zu verwenden. Dann durften noch drei Badezusätze mit. Und zwar zu einem wieder zwei von Balea. Das sind ja die neueren, die erholsamen Momente mit Granatapfel und Orangenduft. Und einmal die sinnliche Auszeit mit Kokos und Lilienduft. Die sehen so aus. Und die finde ich beide sehr gut. Ich finde beide vom Duft her angenehm. Und ja, mag ich sehr gern. Die sinnliche Auszeit, finde ich, riecht sehr nach, nach Nivea, also so nach der soften Variante von Nivea. Und diese erholsamen Momente, also die mit Granatapfel und Orangenduft, riecht sehr süß. Also mag ich auch ganz gern und bin ich auch gespannt drauf. Und dann habe ich das neue Badesalz von Dresdner Scents entdeckt. Und zwar Paris Mon Amour mit Rosenduft. Ist wohl vegan und ist eben neu von Dresdner Scents. Ich teste mich ja sehr, sehr gern durch, deswegen durfte das mit. Ich werde es testen. Ich mag Rosenduft ganz gern, wenn es nicht so, ich will mich jetzt nicht falsch ausdrücken, aber wenn es nicht so nach älterer Frau riecht, sondern wirklich sehr schön, natürlich nach Rose, so richtig nach einem frischen Rosenstrauß. Und das tut dieser Badezusatz auf jeden Fall. Deswegen durfte er mit. Bin ich gespannt, werde ich testen. Und ja, dann zu guter Letzt zwei Kerzen duften mit. Und zwar gibt es jetzt wohl 20 Jahre Haushaltskompetenz. Und da gibt es zu einem von Profissimo eine neue Duftkerze. Und zwar ist das das Pfirsichduftglas mit einer Mindestbrenndauer von 32 Stunden. Hier sind jetzt 3 Stunden Brenndauer gratis mit bei. Das heißt, man hat eine Brenndauer von 35 Stunden. Und die riecht sehr leicht, fruchtig, süßlich. Mag ich sehr gern, werde ich testen. Und einmal fand ich auch super interessant von Profissimo das 3-Docht-Duftglas in Pink Grapefruit. Das hat nur eine Mindestbrenndauer von 23 Stunden und da muss ich sagen, ich war echt kurz am Überlegen, ob ich mir das überhaupt mitnehme. Denn hier hast du eine Brenndauer von 23 Stunden für 3 Euro. Die andere Kerze kostet 1,75 und du hast 9 Stunden Brenndauer mehr. Beziehungsweise hier jetzt ja noch mehr, weil 3 Stunden gratis mit bei sind. Also ich weiß nicht. Ich werde die auf jeden Fall ausprobieren und wenn sie im Raum duften sollte und wenn sie auch gut duften sollte und gut abbrennen sollte, dann kaufe ich die vielleicht ab und an mal nach. Aber ich würde dann eher doch zu den günstigeren greifen von Profissimo, weil ich mir für die 3 Euro halt auch eine für Glade kaufen kann, die halt intensiv im Raum riecht. Deswegen freue ich mich hier drauf, die testen zu können und bin gespannt, ob sie intensiv riecht oder halt eben nicht. Und genau, das war's auch schon. Es ist viel von der Menge her auf jeden Fall, aber ich habe das jetzt relativ schnell euch gezeigt, weil es eben nicht so viel Spektakuläres ist, vieles, was es schon länger gibt, nur ein paar Neuheiten und deswegen, ja, ist das Video jetzt auch schon zu Ende. Ich werde euch jetzt einmal am Ende das letzte Video verlinken, hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!